Jo Leute, wir sind heute beim Fotoshooting für unsere Brand Rootless. Ich bin gleich selber vor der Kamera. Tommy ist da. Für was bist du nochmal da? Seelische Unterstützung. Achso, stimmt, ja, genau. Am Samstag fahren wir nach München zu Octagon. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Freut euch drauf. Tommy ist in the house. Tommy ist in the house, ja. Was geht heute? Was passiert heute? Das ist eine verdammt gute Frage, das weiß ich ja selber nicht. Ich bin ja hier selber ins kalte Wasser geschoben. Was passiert denn hier? Was geht hier ab? Sag mal. Also wir haben heute hier Ruthless Shooting. Ah, stimmt, da gab es ja was. Stimmt. Ja, was passiert hier heute? Ich habe mein Geld geklaut. Das ist passiert. Dann einfach unverschämt mein Geld geklaut. 60 Euro hat er mir aus dem Portemonnaie. Heute wird dir deine Geduld auf die Probe gestellt. Warst du schon mal bei so einem professionellen Shooting? Ja, schon öfters. Ist ja meine Brand. Und von daher warte ich gerne. Die Klamotten angucken, alles nochmal. Bisschen fühlen, ein bisschen reinschnuppern. Karl Lagerfeld ist auch da. Ja, Christian ist ja absoluter Weltstar. Ja. Von daher, wir haben Zeit und Geduld. Deswegen, das ist kein Problem. Kein Problem. So, Herr Kling, was passiert jetzt? Maske, sagt man, ne? Bei mir muss man nicht viel machen. Das ist das Gute. Wieso das? Schön, man kann nicht entstellen, oder? Ist es ungewohnt für dich, geschminkt zu werden? Ja. Was wird hier jetzt genau gemacht? Color Correcting. Das heißt, wir gleichen den Hautton aus. Jetzt denkt er, ich war das, hallo. Was denn? Ich hab dich gerade nicht im Gesicht. Nee, der wieder. Okay, ich bin ready. Ja. Richtig zuklässern, der mag doch, der will es doch. Willst du nachgebudert werden? Sag doch einfach, rede doch mit deinem Manager, ich bin doch dafür da. Was ist deine Rolle hier? Christian in den Griff haben. Einer muss ihn in den Griff haben. Jetzt geht's los. So Christian, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du hier deine eigene Modemarke heute shootest? Ja, Tommy ist auch damals auf mich zugekommen, hat gesagt, ey, lass uns doch eine eigene Modelinie machen. Wir dann uns überlegt haben, ey, komm, wir machen eine geile Streetwear-Marke, ein Premium-Brand, was wir dann an den Start bringen, was wir jetzt, Gott sei Dank, und ich bin sehr glücklich drüber, online gegangen sind. Ja, dann ist One Fashion auf uns zugekommen, haben über ein Jahr jetzt dran gearbeitet, die ersten Sachen sind gekommen, haben wir viel verändert und so ist am Ende jetzt das Endresultat gewesen. Bist du zufrieden mit der ganzen Arbeit? Ja, sehr sogar. Und das Wichtige ist, dass ich meine Sachen mit einfließen lassen konnte, was mein ganzes Leben lang, also mein Leben ausgemacht hat. Ehrgeiz, Disziplin, ja, was einfach für mich steht. Tommy, was machen wir heute? Heute führt der Tommy mich mal ein bisschen raus aus Frankfurt. Ja. Tommy, wo geht's hin? Krakau. Krakau, Katowice. Tommy, was hast du da für ein brutal Jacke? Welche Jacke meinst du? Hey, wohin gehen wir heute, Uli? Ich hab kein Geld. Jawohl. Hat er achtmal schon in die Kamera sein Geld gezeigt? Ich hab noch niemanden gesehen, der in seiner Brusttasche sein Geld aufgebaut hat. Ja, ja, das wird er euch heute noch des Öfteren zeigen. Immer ein bisschen Geld. An jeder Tankstelle wird er das euch nochmal zeigen. Immer ein bisschen Geld. Wer kommt da? Merki, guck, heute fliegt er. Servus. Hallo. Alles klar? Ja, muss. Kann ich negative Werbung machen? Ja. Views ist der größte Schrott, den es gibt. Erzähl, wieso? Weil die meine Zigaretten geändert haben. Bei der wievielten Tankstelle sind wir gerade stehen geblieben? Wir waren gerade bei der 6., 7.? Ja. 9. 9. Tankstelle. Bleiben wir bei weiteren Tankstellen stehen oder hast du aufgegeben? Jeder, die jetzt noch kommt. Niemals aufgeben, immer weiter suchen. Digga, ich schwöre bei Gott, der hat alle Sorten da gehabt, nur Mango nicht. Wo ist die nächste Tankstelle? Ich glaube das alles nicht. Nein, nein, nein. Das war das letzte Mal, dass ich mit dem Bus da mitfahre. 22 Tankstellen haben wir angehalten. Der muss zum Urologen. Wir haben 22 Tankstellen. Alter, brutal etwas. Ey, was ist das für eine Jacke? Was ist das für meine Stöckchen? Hey, wie war die Fahrt? Sehr angenehm.
Und zwar ohne euch, aber 3 Stunden konnte ich ertragen, ohne Tommy. Wie, länger hättest du es auch nicht mehr ertragen? Nein. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir schön was essen. Der Robert lädt uns ein. Die Alkoholiker-Augen habe ich wieder heute. Komm mal her. Nee, nee. Mach mal hoch kurz. Nee, nee. Mach mal. Trinken wir ein Bier jetzt? Ja, wir trinken jetzt. Na, zdravie. Hallo, hi, grüß dich. Habt ihr sowas wie Fuse, so Liquid, Mango? Gar nichts da. Ich rufe jetzt bestimmt schon die 22. Tankstelle an und den 50. Store. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich das hier in München bekomme? Weil ein Freund von mir ist auf Entzugserscheinung. Also, es hat eine Tankstelle da. Es hat 18 Minuten von mir. Das andere Ende von München. Einmal. Jawohl. In München muss man Bier trinken. Gell? Ah. Wird es heute bei 2 Bier bleiben? Ja. 0 hinten dran Gang. Perfekt. Und zwar nicht. Der hat mir einfach gestern 60 Euro geklaut, ne? Ohne Spaß. Der hat mir geklaut, gestohlen. Hex oder Offenbacher? Geisteskrank, oder? Ich genieße es. Ich bin ein Genießer. Christian, Hex oder Offenbacher? Ein Hex. Halber Liter. Das wäre mir ein Fuli, der wäre das wert. Fuli? Ja. Bettschulden sind Einschulden, ja? Kalt, ey. Bro, welche Tankstelle willst du jetzt? Aber wir fahren mit Lambo. Nein, Mann. Doch, Digga, die sollen nicht. Tommy, was sagst du zu seinem Suchtverhalten? Das hat doch nichts mit seinem Suchtverhalten zu tun. Ich habe das Spiel erst später durchschaut. Der hat irgendwas da unten nicht ganz okay. Wir müssen zum Urologen, weil ich glaube, der muss ständig aufs Töpfchen. Irgendwann, wenn wir älter sind, können wir sagen, wisst ihr noch, als wir in München in jeder Tanke angehalten. Es gibt das. Ich habe doch mit den Typen geredet, Mann. Ja. Nimm das auf, bitte. Die Dame hat noch im Lager welche auch noch gefunden. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wie viele hatten die da? Nur 3, aber egal wie. Der Tag ist gerettet. So, Views. Ja, absolut. Das hat nichts mit Nikotinkonsum zu tun. Das ist einfach nur Appetit. Ja, mir schmeckt was. Aber du hast doch gesagt, das schmeckt nach gar nichts. Weil wenn ich rauchen wollen würde, könnte ich auch Zigaretten rauchen. Eiweißshake. Ja. Einmal, guck mal. Strawberry, Vanille und für Rili Mango. Mango. Erfolg heißt der Mango, man. Mein Trainingspartner hat gewonnen. Und wie geht's, mein Bettler? Wie geht's dir? Hat er gewonnen? Herzlichen Dank. Tommy und Tommy. Tommy Polska, Tommy Kroatien. Der ganzen Welt. Tommy, guck mal die Jacke an. Ey, was ist denn das für ein geiles T-Shirt, Mann? Wir vermissen dich ein bisschen im Gym. Bald. Wir vermissen dich den Tommy. Aber heute Abend... Bleibt alles, was passiert, bleibt auch hier. Habt ihr schon mal gesehen, wenn Rafael Nadal spielt? Da hast du immer die 3 Flaschen. Der hat einen Tick. Ich habe auch so einen Tick. Guck mal. Immer in einer Linie. Sehr wichtig. Und was wir wissen ist? Bringt Glück. Bringt Glück. Dann ist Unglück. Wie viel hat der schon gesungen? Deine Einschätzung zum nächsten Kampf. Ich denke, Jugend wird das machen. Er wird gewinnen. Christian! Ja,
The winner is coming from the Red Corner! Kampf. War ein knapper Kampf, ja. Aber gut gekämpft, beide. Ja, Leute, wie ihr wisst, ich werde leider nicht am 4.3. kämpfen können. Die Ursachen sind ja soweit bekannt. Mein Knie macht nicht mit. Ja, habe in 2 Wochen Vorbereitung, also wo ich das Training hochgeschraubt habe, dann gemerkt, dass es wirklich nicht mehr so belastbar ist. Ich bin in der Reha jetzt gerade und werde auf jeden Fall, egal was kommt, am 17.6. in Oberhausen kämpfen. Ja, wir hatten heute eine geile Veranstaltung, hatten ein geiles Fotoshooting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf geht's.